Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Kräfte im magnetischen Feld, warum sich so zwei ferromagnetische Teile anziehen, warum ein Magnet biegt. Aber es gibt auch Kräfte auf stromdurchflossene Leiter, magnetische Kräfte. Das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Ja? Welche Kräfte wirken da auf so einen stromdurchflossenen Leiter? Nun, ihr habt ein Stück Leiter aufgezeichnet. Ja? Wir wollen einfach annehmen, in dem Leiter rinnt ein Strom in diese Richtung. Ja? Da ist der I. Ja? Entlang des Leiters natürlich rennt der, ist logisch. Und wir haben aber etwas gehört über die Lorentzkraft. Gell? Das ist dann nach einem niederländischen Physiker benannt. Und diese Lorentzkraft, die hat sich berechnet aus F, den I in der Richtung gehabt hat, deswegen mache ich dieses Vektorpfeilchen drüber, ist Q, die Ladung, mal V, der Geschwindigkeit, gell, in die sich die Ladung bewegt hat, Kreuz, und jetzt B, das magnetische Feld, ne? Magnetische Flussdichte. Ich sage halt einmal, das geht da und die ist überall gleich, da ist mein B. Ja, die ist überall gleich auf der gesamten Länge des Leiters, soll das gleich sein. Das zeigt jetzt so 90 Grad von mir aus zum Leiter hin. Ja. Dieses Q, ja, ist ja nichts anderes wie I mal T. Ja. Das Strom ist ja, wie viel Ladung pro Zeiteinheit rinnt, und das, der Ladungsträger da, ja, also die Ladung, die da rinnt, ist Strom mal Zeit. Das heißt, eigentlich steht hier ja, das ist I, der Strom, mal T, der Zeit, in der die Strecke da zurückliegt, mal V. Ja, das V bleibt weiterhin da, das bleibt da gleich. V Kreuz B. So. Zeit mal Geschwindigkeit, das ist die zurückgelegte Strecke, okay? Und die zurückgelegte Strecke ist genau die Länge L hier, und zwar von hier nach hier. Das ist aber dieses Mal bitte eine gerichtete Strecke, ja? Weil sonst kann ich nämlich nicht das Kreuzprodukt bilden. Also das ist da hier dann L. Jetzt mache ich so ein Pfeilchen drüber, weil es die L in Richtung des Stromes. Also wie lang rinnt der Strom da in die Richtung? Kreuz B. So berechnet sich die Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter. Okay? Also wir haben irgendeine Flussdichte, wir haben irgendeine L, eine gerichtete Größe L, und die Stromstärke. Multipliziert mit der Stromstärke. Und es gilt natürlich weiterhin, ja, dass der Betrag dieser Kraft F ist I, es hat nur einen Betrag, mal der Betrag der Länge, mal der Betrag der Flussdichte, und jetzt kommt's, mal Sinus den eingeschlossenen Winkel, ja, ich nenne den jetzt einmal Alpha da, ja. Da haben wir einen Winkel Alpha zwischen diesen beiden, dem L und dem B praktisch, ja. Das ist eigentlich nichts anderes wie der Flächeninhalt, der hier aufgespannt wird. Also wenn wir da zum Beispiel haben, nehmen wir den allgemeinen Fall, da haben wir die Länge L, ja, gerichtet. Das heißt, in die Richtung geht auch der Strom, ja, das ist L. Und dann sagen wir, B ist halt diesmal nicht normal drauf, sondern hat einen Winkel. Das ist B. Okay? Schauen wir uns an, wie wir den Flächeninhalt, da haben wir den Winkel Alpha dazwischen, ja, wie wir den Flächeninhalt
dieses Parallelogramms hier berechnen. Ja? Wie groß ist denn eigentlich die Höhe da? Wie groß ist denn das? Ja? H ist B, Betrag von B, mal Sinus Alpha. Okay? Und die Fläche von diesem Parallelogramm da, die A, das ist praktisch das Betrag von L mal H. Ja? Das heißt, das ist Betrag von L mal Betrag von B mal Sinus Alpha. Puhu, das ist genau das, was da steht. Ja? Also das ist eigentlich die Flächenberechnung. Und wenn das B und das L in die gleiche Richtung zeigen, das heißt, wenn der Stromfluss und das B in die gleiche Richtung zeigt, dann ist die Fläche 0. Ja? Und dann ist auch die Kraft 0, weil da kann nur der Strom rennen, was will. Ja? Diese Fläche wird praktisch noch verstärkt durch den Betrag des Stromes. Und das war's. Ja? Das ist also die Kraft, die Lorentzkraft, die auf einen Leiter wirkt. Stehen B und I normal aufeinander, ja, dann ist das Sinus Alpha 1 und ich habe das. In welche Richtung wirkt die Kraft? Schauen wir uns das an. Es ist L Kreuz B, das heißt, ich drehe die Stromrichtung hinein in die magnetische Richtung, das ist in dem Fall nach unten, ja, und die Richtung der Kraft geht normal auf diese aufgespannte Ebene, und zwar wie Rechtschraube, das heißt, in dem Fall ist es praktisch so nach hinten. Ich will es da ein bisschen unterbrechen, dass man sieht, das geht da nach hinten. Da ist der F. Da ist der F, das geht da nach hinten. Und der F steht auf alle Fälle normal auf diese Fläche. Das heißt, da haben wir normal und da sind wir auch normal drauf. Also auf diese Fläche, die von I und B aufgespannt wird. Das heißt, auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem magnetischen Feld wirkt eine Kraft, die sogenannte Lorentzkraft, die ist abhängig davon, wie stark ist der Strom, der durchrinnt, wie stark ist das magnetische Feld und auf welcher Länge wirkt denn das? Ja? Und wie ist der Winkel zwischen Strom und magnetischen Feld. So berechnet man Kräfte auf stromdurchflossene Leiter. Okay? Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei stromdurchflossene Leiter habe, ja, also ich habe da zum Beispiel einen Leiter, ich habe da einen Leiter, ja, und wollen wir mal nicht so sein, sagen wir, hier rinnt der Strom hinein. Okay, hier rinnt der Strom hinein. Dann sagen wir, ich habe da auch noch einen Leiter. Kann ich nämlich die beiden Fälle herzeigen. Und hier rinnt der Strom heraus und hier rinnt der Strom hinein. So. Schauen wir uns mal das magnetische Feld an, was von diesem Leiter erzeugt wird. Ja? Rechtswendig zugeordnet. Ja? Das heißt, das magnetische Feld geht da und geht da so oben. Okay? Das ist das B an dieser Stelle. Ja, und an dieser Stelle geht es natürlich auch, aber ist vielleicht nicht mehr ganz so groß, weil es ja weiter entfernt ist. Gell? Das ist das, das wird erzeugt. Ja? Also der erzeugt dieses Feld und auch dieses Feld. Der Strom, der da rinnt. Ja? Und jetzt hat dieses magnetische Feld hier bewegt eine Lorentzkraft auf diesen Strom. Der Strom rinnt ja backpft außer. Ja? Und jetzt muss ich den Strom praktisch hineindrehen ins magnetische Feld. Und da komme ich drauf, aha, die Lorentzkraft wirkt da außer. Okay? Da ist das F. Ja? Weil ich drehe den Strom, den drehe ich hinein ins B und der Rechtschraube geht in die Richtung weiter. Okay? Das heißt, ungleichsinnig durchströmte Leitungen stoßen sich ab. Und was haben wir da? Da muss ich auch den Strom hineindrehen, den drehe ich aber, weil der sagt jetzt einen, und den drehe ich nach unten hinein. Das heißt, da rüben habe ich die Kraft in die Richtung. Ja?
gleichsinnig durchströmte Leitungen ziehen sich an. Das ist genau das, was da am Bär draufgekommen ist. Ja, ich sage, schau das an, wenn da links und rechts der Strom in die gleiche Richtung, ziehen sich diese beiden Leitungen zusammen. Ja, kommt da raus. Ja, das ist nichts anderes als die Lorentzkraft, die der Herr Ampere da gesehen hat. Ja. Wie groß und wie stark das ist, wie gesagt, das kann man eben ausrechnen aus dem. Ja. Ich möchte nicht übertreiben, aber für Maschinenbauer kommen da, also das ist eine Kraft. Ja. Aber das kann jeder selbst ausprobieren, indem man da irgendwelche Werte annimmt, 12 Ampere und dann ein Abstand, 2 cm und dann sieht man eh, was rauskommt. Ja. Kräfte auf stromdurchflossene Leiter. Gut. Was machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal machen wir den magnetischen Kreis. Okay. Schauen wir uns einen magnetischen Kreis an. Wie verteilt sich Magnetismus, wenn ich den versuche zu leiten mit einem ferromagnetischen Material, mit sogenannten Joch? Thema des nächsten Videos. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.